Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es für normal jedenfalls ums Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Jetzt geht es aber mal um den Aktienfinder selbst. Der ist nämlich 2 Jahre alt geworden und es wird Zeit für einen kleinen Rückblick. Ich bekomme nämlich immer mal wieder von besorgten Mitgliedern, Vollmitgliedern E-Mails und da gibt es eigentlich zweierlei Befürchtungen, die in die entgegengesetzte Richtung deuten. Die einen haben Angst, dass ich pleite gehe und dass es den Aktienfinder bald nicht mehr gibt. Und die andere Hälfte, die mich deshalb anschreibt, hat Angst, dass das Ding vielleicht irgendwann, dass ich den Aktienfinder irgendwann verkaufen würde und dass er dann nicht mehr öffentlich ist. Und ich darf hier mal beschwichtigen, ich habe weder das eine noch das andere geplant. Wobei, wenn ich wählen müsste, wäre mir der Verkauf wahrscheinlich lieber, als pleite zu gehen. Vor 2 Jahren ist das Ganze ins Leben gerufen worden. Also seitdem gibt es die Seite aktienfinder.net, eigentlich 2 Jahre und 2 Wochen, um genau zu sein. Und ich möchte mal ein paar Zahlen zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat, damit man mal, ja, ich denke, das ist ganz interessant, damit man mal auch einen Eindruck bekommt, ja, wie das ganze Projekt denn so läuft. Und dann habe ich nämlich ein kleines Excel vorbereitet und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar haben wir hier die, oder sagen wir es mal anders. Was Facebook kann, das können wir natürlich auch. Das heißt, wir haben im Prinzip auch so Metriken, die den Erfolg oder Misserfolg des Aktienfinders widerspiegeln. Und da dreht sich natürlich viel um die Benutzer. Also das heißt, wie viele Leute tummeln sich auf der Plattform und wie viele registrierte Benutzer haben wir. Und am Ende aller Tage natürlich, wie viel Geld kommt denn dabei raus und auch andere Metriken wie beispielsweise die Sichtbarkeit bei der Suchmaschine und so weiter, die dann quasi darauf hinzielen sollen, letztendlich Mitglieder zu generieren und am Ende, dass natürlich auch so viele Leute bezahlen, dass das ganze Ding eben überleben kann. Der Aktienfinder ist ja ein Startup und Startups haben es ja so für sich, dass sie sich am Anfang nicht tragen. Das heißt, am Anfang sind die defizitär. Da quietscht irgendwas ganz furchtbar, wahrscheinlich im Keller. Das sieht man, ich wohne in einer armen Behausung, ist halt ein Startup, ne? Also die Startups haben an sich normalerweise, dass sie defizitär sind und dass die durchgefüttert werden müssen. Das heißt, da gibt es dann diese Investitionsrunden. Am Anfang sind es da Business Angels, die da mal einsteigen. Und in meinem Fall ist es so gewesen, dass ich quasi wie so ein Hamster von den Ersparnissen gelebt habe mit der Familie. Und einfach daran geglaubt habe, dass das Ding was Vernünftiges ist und dass es irgendwann abheben wird. Und das ist natürlich was, das muss jeder Startup-Gründer, muss diese Einstellung haben. Das heißt, man muss viel, viel in Vorleistungen gehen und viel machen und damit klarkommen im Prinzip, dass am Anfang nichts rumkommt bei. Dass es auch kein Feedback gibt, also kein direktes Feedback. Das heißt, man macht irgendwas, man baut neue Features, entwickelt was. Und man hat im Prinzip den Eindruck, dass es keinen wirklich interessiert. Das ist ein Problem und da muss man aber quasi so eine starke Überzeugung haben, dass man diese Durststrecken eben durchhält. Und diese Durststrecken, die können durchaus nicht Tage, Wochen, sondern sich monatelang hinziehen. Wenn sie sich natürlich zu lang hinziehen, dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, ob man das Richtige macht oder ob man nicht vielleicht entweder aufhören oder was anderes machen soll. Ja, möglicherweise an das Startup einfach in eine andere Richtung lenken. Nun, hier sehen wir die Anzahl der neuen Mitglieder. Ein Strich ist ein Tag quasi, also wir haben ganz viele kleine Striche. Und das ist der 1. Januar, da fängt es an, oder glaube ich jedenfalls. Und am 15. Januar ist es wirklich live gegangen. Jetzt muss ich dazu sagen, hier sieht es aus, dass sich gleich viele dafür interessiert haben, hat damit zu tun, dass der Aktienfinder vorher der Wachstumsfinder gewesen ist und da war auf dieser Seite wachstumswerte.net. Das ist ein Blog, den ich auch heute noch so mehr oder weniger nebenbei betreibe. Da mache ich eigentlich nur die Depot-Updates und da war quasi der Prototyp. Was auch gut war, weil da hatte ich im Prinzip schon Feedback bekommen von Benutzern und da konnte ich entsprechend dann das ganze Ding ja auch schon entwickeln und habe dann wirklich auch Vertrauen, dass das funktionieren kann mit dem Aktienfinder. Man muss ja auch dazu sagen, dass der Aktienfinder ja einiges anders macht wie andere Aktienscreener. Insofern war da schon eine gewisse Grundunsicherheit da. Ja, jedenfalls am Anfang gab es
20 Leute, die sich angemeldet haben oder 22, irgend sowas in der Richtung, dann ist natürlich abgefallen. Das hier ist der gleitende Durchschnitt auf 14 Tage bezogen, damit man so die Entwicklung ein bisschen besser sehen kann, wie in diesen ganzen Spitzen. Und was man halt sieht hier, das ist dann der Februar, März, April und so weiter. Da nach dem ersten Peak haben wir dann, ja, sage ich jetzt mal, ein bisschen hat sich so ein bisschen vor sich hingedümpelt, in der ganzen Zeit natürlich weiterentwickelt. Mein Job gekündigt hatte ich ja hier, also zum 31.12. Dann habe ich noch was überlegt gehabt, was in Teilzeit zu machen, aber das habe ich dann auch relativ schnell geschmissen, weil es nicht möglich ist, ein Startup zu machen in Teilzeit. Das geht einfach nicht, vor allem nicht, wenn man allein ist. Und insofern konnte ich mich dann ganz auf den Aktienfinder konzentrieren. Ja, man sieht da, dass es dann unter 5 Benutzern am Tag quasi so vor sich hingedümpelt ist, und zwar eine ganze Zeit. Auch den Sommer durch, wobei man muss ja sagen, dass der Sommer auch eine saure Gurkenzeit ist, mehr oder weniger, zumindest in Deutschland. Und das war dann der erste kleine Peak. Die ersten zwei Peaks kenne ich noch, danach bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was wann war. Aber die ersten Erfolgserlebnisse, die bleiben eher im Kopf haften, jedenfalls bei mir, als das, was dann alles später passiert. Es passiert auch eigentlich immer mehr in immer kürzeren Zeitabständen. Das war Nils Gajovi hier. Da gab es dann schon einen kleinen Peak. Da haben sich nochmal 40 Leute angemeldet, so ungefähr. Dann Daniel, der Finanzrocker. Gab es hier einen Podcast mit ihm. Da haben sich dann auch nochmal mehr Leute angemeldet. Und ich würde sagen, dann hat es schon ein bisschen abgehoben hier. Da ging es ja dann auch, da war ja dann hier auch die Dividendenzeit. Die ist ja von Januar bis Mitte Mai ungefähr. Da interessieren sich nochmal viele Leute für Dividendenaktien insbesondere. Und da ging es dann nochmal schön hoch hier. Und dann haben wir hier wieder den saisonalen Abschwung teilweise. Und sind da aber besser durchgekommen als hier in der ersten Saison quasi des Aktienfinders im Jahr 1. Dann also quasi hier Jahr 2. Ja, und jetzt sieht man, dass es richtig abhebt. Also da passiert jetzt doch schon einiges. Und ich habe jetzt auch den Server nochmal migriert auf eine neue Maschine, auf eine eigene Maschine und nicht mehr auf einen virtuellen Server. Das heißt, man ist da für Last gut gerüstet, die da kommt. Und momentan ist es eben so, in Spitze können es schon mal 80 Registrierungen am Tag sein und im Schnitt sind das schon also 40 Registrierungen gut. In den letzten Tagen sind es sogar nochmal deutlich mehr. Das ist natürlich schon klasse, wenn ich das vergleiche jetzt. Hier mit den ersten Monaten, da ist da deutlich mehr passiert. Und dann gibt es diese DAUs, also nicht die dümmste anzunehmende User, sondern im Facebook-Jargon Daily Active Users. Das sind also die registrierten Benutzer, die mit dem System arbeiten. Und dann sieht man hier auch, wie das Ganze ansteigt. Man sieht hier auch, dass es also halt in der Anfangszeit relativ ja, stagniert hat. Da kam nicht so großes Wachstum, war da nicht. Dann haben wir hier wieder die zwei Dellen hier nach oben ein bisschen, die ich gerade schon erwähnt habe. Und ja, man sieht jetzt einfach immer, wie das stärker steigt. Und das ist dieses Wachstum, diese Auslastung, die hat halt jetzt eine exponentielle Kurve. Und das ist im Prinzip das auch, was ja, ein Startup eigentlich erreichen muss. Also ein Startup sollte nicht linear wachsen, sondern ein Startup sollte irgendwann mal abheben. Weil wenn es das nicht tut, dann jetzt über früh oder spät oder ja, über früh oder spät scheitern. Und dann haben wir hier die Anzahl der Bezahlungen. Da habe ich die Achse mal rausgemacht, weil zu freizügig wollte ich auch nicht sein. Und wir sehen halt hier quasi eine Nullkurve, beziehungsweise die Y-Achse. Bei der Y-Achse, da hat sich ja nicht allzu viel getan, also viel nach oben ging da nicht. Tut natürlich am Anfang erstmal weh, das ist klar, vor allem wenn man einen gut bezahlten Job hat und den gibt man dann auf, wenn man in der Finanzindustrie arbeitet als Softwareentwickler mit Berufserfahrung hier in Frankfurt am Main, dann wird man eigentlich schon ganz gut bezahlt, auch ohne Personalverantwortung. Und dann muss man halt erstmal damit klarkommen, dass man quasi härter arbeitet als vorher und nicht für Umme, aber für, ja, man kann schon sagen, für ein Appel und ein Ei. Vor allem, wenn man es dann in Stunden umrechnen würde, also Stundenlohn. Wobei jetzt, also, ja,
Mittlerweile ist es okay, sage ich mal. Das heißt, ich muss dem alten Verdienst jetzt nicht mehr unbedingt hinterher trauern. Und auch das ist ja was, was man mit einem Startup erreichen muss. Man muss also sehr, sehr viel reinstecken, Schweiß und Blut am Anfang. Man muss halt auch mit einer gewissen Unsicherheit leben können. Wobei in meinem Fall war es halt so, dass ich mir halt immer gesagt habe, wenn es dann halt doch nicht laufen sollte, dann gehe ich halt wieder zurück und werde halt wieder Angestellter und arbeite halt da wieder als, ja, in der Softwareentwicklung da in der Finanzindustrie irgendwo. Der Peak hier, das ist der gleiche Peak im Prinzip wie hier, der hier, nur eben halt ein bisschen ausgeprägter, weil immer zum Jahreswechsel wird das Preismodell aktualisiert und dann gehen die Leute halt noch schnell hin und sichern sich die günstigeren Preise. Wobei ich hier, das war eine Kompletterhöhung, also da haben sich quasi alle Laufzeiten erhöht und hier nur das Jahr. Und jetzt, dann geht es natürlich erstmal wieder runter und dann, wenn es jetzt auf dem Niveau verharrt oder so nochmal ein bisschen hoch, es sollte eigentlich immer höher gehen, klar. Aber ja, man darf halt auch nicht träumen, weil insgesamt, sage ich mal, ist okay soweit. Und was den ganzen Erfolg, denke ich, unter anderem auch möglich gemacht hat, das waren eben die Erfolge im SEO, Search Engine Optimization, also was Suchmaschinen angeht. Hier sehen wir dann die Anzahl der Klicks, auch auf Tagesebene. Und das jetzt, ich kann nur 16 Monate rückwirkend mir anschauen lassen hier bei im Google Webmaster Tools heißt das. Das heißt, hier fangen wir schon an mit 9 Monaten Existenz im Aktienfinder. Das heißt, die 9 Monate vorher, die waren nicht besser als die hier. Das heißt, die Sichtbarkeit im Prinzip in Google war nahezu null. Das heißt, man musste halt alles über Blogpost und so weiter machen und alles über die Finanzcommunity, damit halt überhaupt jemand auf die Seite schaut. Und da hat ja die Finanzcommunity auch ganz stark geholfen, also die Finanzblogger. Und da bin ich auch heute noch sehr dankbar dafür. Deshalb habe ich auch keine Probleme da, mich da auch zu revanchieren. Und ja, hier wieder Nils Gajowi, glaube ich. Und dann hier wieder der Finanzrocker, also Stichwort Finanzcommunity, was ich gerade erwähnt habe. Und dann hier lange Zeit auf einem etwas höheren Niveau, aber stagnierend. Und jetzt fängt das Ganze eben an abzuheben. Und seit Januar, Anfang Januar, ist es ja, Anzahl der Klicks ungefähr bei 1000 oder auch mal drüber, die am Tag quasi durch Google direkt auf die Seite finden. Wenn wir jetzt hier auch nochmal Suchmaschine bzw. Google Analytics jetzt, das heißt, wie viele Leute sind insgesamt auf der Seite gewesen, da habe ich jetzt, das ist jetzt die Auswertung 365 Tage. Also hier geht es um 365 Tage jetzt, die letzten 365 Tage. Und das sieht man eben, dass es 157.000 Benutzer waren, laut Google Analytics. Habe es gar nicht geguckt. Dass ich aber nicht alle tracken lassen müsste, die Zahl eigentlich eher höher sein, schätze ich mal. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, weil es, wenn da irgendwelche Cookies ablaufen, kann sein, dass Benutzer zweimal gezählt werden. Naja, wie auch immer, es kommt ja auch so ein bisschen auf die Entwicklung drauf an. Und da sieht man jetzt eben, dass durchaus 2000 Benutzer momentan am Tag dann da auf der Seite drauf sind. Das deckt sich auch so halbwegs mit der Anzahl hier der DAUs, wo wir ja auch so ungefähr 1.500 vielleicht haben. Naja, eigentlich ist es zu niedrig, weil wenn wir hier schon so viel Registrierte haben, mit 1.500 ungefähr, dann müssten es eigentlich mehr als 2.000 Benutzer sein, die da am Tag hin draufkommen. Ja, aber gut, das sind halt so Sachen, der ich jedenfalls weiß es auch nie genau, wie ich da was zu interpretieren habe. Bin ich aber nicht der Einzige, aber Hauptsache die Richtung stimmt. Und hier werden dann wahrscheinlich auch irgendwann die Millionen geknackt mit diesen Page-Views. Und das sind natürlich schon Zahlen. Da freue ich mich natürlich schon drüber. Ja, und möglich gemacht haben das Ganze natürlich Sie. Das heißt, die Besucher als Mitglieder und vor allem dann auch als Vollmitglieder natürlich, die mir täglich auch über E-Mails und auch über Facebook und so weiter, dann auch Feedback schreiben, was sie gut finden, was sie vielleicht nicht so gut finden, was sie gerne anders hätten und Anregungen. Anregungen bekomme ich zuhauf. Also ich habe eine To-Do-Liste, also die ist auch in Excel, die hat garantiert 400, 500 Einträge. Bei vielen Einträgen steht ein Okay da, aber bei vielen Einträgen aber eben auch nicht. Und es das heißt nicht,
auch nicht, dass alle Einträge umgesetzt werden, auch wenn es eine To-Do-Liste ist. Muss halt auch immer priorisieren. Jedenfalls ist es super, super hilfreich und ich bin da ganz dankbar für dieses viele Feedback, was da kommt und dass der Aktienfinder wirklich gut angenommen wird. Und ich hoffe eben, dass das Ganze auch so weitergeht und dass sich die Dynamik so beibehält, wie sie jetzt momentan verläuft. Und dann würde ich sagen, machen wir das Gleiche wieder nächstes Jahr. Ja, ich hoffe, das war interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.